problem now is future peace. Hallo und herzlich willkommen zu Golden Victory Tag 26. Diesmal kommt die Folge ja mit einem Tag Verspätung, das hat zwei Gründe. Zuallererst, morgen ist die zweite Phase der zweiten Clan-Kampagne ja vorbei und ich wollte euch heute einen Ausblick auf den letzten Spieltag der zweiten Phase geben, bevor dann morgen die nächste Folge mit der Auswertung kommt. Und der zweite Grund ist ziemlich offensichtlich, heute ist Sonntag, der 1. Dezember. Und ich wünsche euch da draußen allen einen schönen ersten Advent. Und heute fangen wir direkt mal mit den Neuankömmlingen an, die wir in den letzten Tagen, wo es keine Golden Victory Folge gab, verpasst haben. Und zwar haben die Hunde, die kleinen bösen Beißer, es hier geschafft, auf Oblast Ulyanovsk zu landen. Gratulation, sind leider wieder runter, aber ich zeige sie euch ja jetzt gerade hier. Und ich hoffe, die Hunde lassen sich bald wieder sehen. Auch Sieg, wie man daneben sieht, war kurz auf der Map, war aber kein Neueinkömmling. Die waren schon drauf, als die letzte Folge dabei war, sind leider auch wieder runter. Aber dazu kommen wir später. Wir fangen einfach mal direkt oben in Skandinavien an mit Jumbo. Jumbo hat es geschafft, hier oben sich wieder drei Provinzen zu holen. Steht im Moment gerade im Krieg mit Unica. Leider hatten wir hier diese Landungszone für jemanden anderen reserviert. Dort hat sich jetzt aber ja die BGSBT versammelt. Mal sehen, ob JUM 80 oder FBFU diese Landezone demnächst wieder klären können, dass Skandinavien demnächst schön grau wird. Hier ist rechts daneben ist was Interessantes passiert, und zwar zog dort ja dieser Zug durch. Und ja, den allerersten Zug hat sich Efe geholt. Heute ist Ersop gelandet, beziehungsweise gestern. Und Ersop wird natürlich diesem Zug folgen und versuchen, Efe von ihm zu vertreiben. Da kommen wir auch schon direkt zum zweiten deutschen Clan. No Mam hatte ja in letzter Zeit bereits einen Zug an sich vorbeiziehen sehen. Diesmal kommt ein zweiter, ein paar Tage danach. Und wieder sind die großen Clans im Schlepptau. Leider ist es diesmal etwas anders. Es ist ja der letzte Tag der zweiten Phase und dieser Zug hier bewegt sich nirgendwo mehr hin. Das ist Endstation und Efe sitzt auf dieser Provinz, ehemals No Man Provinz. Auch Acid versucht jetzt noch diesen Zug zu erreichen. Heute Abend wird es hier nochmal einen großen Knall geben. Ersop, Acid und Efe gegeneinander um diesen Zug und die letzten Punkte. Vielleicht kann No Man dort nochmal mit einem Stack mitmischen. Ansonsten, ja, haben sie ihre Sache hier oben in der zweiten Phase extrem gut gemacht, haben sich lange gehalten für einen neuen Clan und es sah immer wieder spannend aus, was die Jungs und Mädels da machen. Deshalb wünsche ich euch für den letzten Tag der zweiten Phase noch viel Glück und wir gehen weiter zu den nächsten deutschen Clans hier mitten in Russland. Dort ist die Grüne Allianz der deutschen Schlechtwetterfront und Odem Mortis Communities zusammengetreten. Endlich sieht man sie wieder gemeinsam auf der Map. Wie man hier sieht, die Schlechtwetterfront Awakening, Schlechtwetterfront Rising und die normale Schlechtwetterfront alle wieder beisammen auf der Karte. Das ist sehr schön zu sehen und natürlich Odem Mortis mittendrin. Sie versuchen jetzt hier den letzten Tag noch den Zug hier zu erwischen und sich die letzten Siegpunkte zu holen. Gerade Odem Mortis hatte ja eine hervorragende erste Phase, waren ja der einzige deutsche Clan in den Top 15. Mal sehen, ob sie in Phase 3 dort wieder anschließen können und wir sie natürlich öfters in der Show sehen. Gerade die Phase 3 wird sich dafür sehr gut eignen, aber dazu kommen wir halt in der nächsten Folge. Wir schauen uns noch ein bisschen um, was hier noch in Europa passiert ist und was am letzten Tag passieren könnte. Und dort sehen wir schon zwei Züge in ihrer Endposition, haben beide ihren Endbahnhof erreicht und sitzen beide auf Exnom-Provinzen. Das ist übel. Exnom wird hier noch sehr viele Punkte mit nach Hause nehmen. Und weiter südlich sehen wir auch, dass der Zweitclan von Exnom sich hier ein bisschen breit gemacht hat auf England und Frankreich. Auch Efe ist hier umgelandet, Efe V diesmal. Gestern gab es hier auch noch eine Provinz von Free Bullets for You, sind aber leider wieder runter, werden demnächst wohl neu anlanden, mal sehen wo. Ansonsten haben sich hier die UK Gaming, Fatal Gaming UK und SLF ausgebreitet in Südfrankreich, halten dort die Stellung und rühren sich auch nicht vom Fleck.
Ich glaube auch nicht, dass da heute noch so viel passieren wird. Die CS Army ist ja letztens hier gelandet, hat die Big Red One hier aus Europa vertrieben, beziehungsweise aus Frankreich. Und die Balkan Boys in Grün hier haben sich extrem weit nach Norden ausgebreitet, bis nach Brandenburg. Und auch hier natürlich, um sich eine ordentliche Position für die dritte Phase zu sichern. Und weiter rechts hat sich ansonsten gar nichts verändert. Die Mongols sitzen hier unten auf ihrem Gebiet. Die Red Devils hier ganz im Osten ebenfalls komplett ohne Gefechte. Und ja, seit die Huns runter sind, ging es der hellgrünen Allianz nicht ganz so gut. Allerdings sind die Huns zurück und haben natürlich, da sind sie, haben natürlich hier Krim erobert. Dort ist ebenfalls ein Zug stehen geblieben. Und sie kriegen dadurch ebenfalls noch einige Siegpunkte. Das war's auch schon zu Europa. Wir schauen uns mal an, wie es so im Mittelmeer verläuft. Hier angekommen gibt es wieder Neuankömmlinge. Allem voran, The Chosen Few sind wieder da, hatten kurzzeitig die Karte verlassen und sind nun wieder auf Sizilien gelandet. Leider haben sie den Zug verpasst, welcher hier durch Italien ging. Aber das macht gar nichts. Hauptsache, man ist erstmal auf der Map. Und für die Phase 3 gewappnet. Hier weiter links ist Sieg gelandet. Eine von zwei Landungsprovinzen. Einmal hier oben und einmal hier im Nahen Osten sind sie ebenfalls. Mal sehen, von wo aus sie agieren werden. Oder ob sie die Karte nochmal verlassen. Ich würde es allerdings nicht empfehlen. Ich würde wirklich empfehlen, auf der Karte zu bleiben. Sich eine ordentliche Position auszuarbeiten. Heute noch, um dann für die dritte Phase bereit zu sein. Wir haben natürlich noch einen weiteren Neuankömmling. Vor 3 Tagen circa ist die Panzerdivision Donnerschlag gelandet, konnten sich ausbreiten, haben nun schon eine zweite Provinz. Und als letzten Neuankömmling hatten wir hier auf Oase Siva BKMA Black Mamba. Sind kurzzeitig gelandet, leider wieder runter von der Map, aber das macht gar nichts. Auch die werden wir wiedersehen. Aber kommen wir zu den Clans, die noch auf der Map sind. Und zwar allen voran hier die Big Red One. Haben's bisher ziemlich übel gehabt. Sie werden von 3 Seiten angegriffen. Von der CS Army im Norden, CS Army 2 ebenfalls im Norden, CS Army 3 im Süden. Und ich bin mir nicht sicher, was B hier macht. Ob die versuchen, sich hier selbst zu halten oder ob sie ebenfalls angreifen. Auf jeden Fall hat die Big Red One hier ordentlich zu kämpfen, haben im Moment schon 2 Provinzen verloren, sind aus Frankreich vertrieben worden, aber sie sind noch auf der Karte, haben also noch eine Chance. Gerade heute können sie vielleicht nochmal zum kleinen Gegenangriff ansetzen. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und hier in Italien ist richtig was Interessantes passiert, und zwar die Old School Crew hat zum Schlag ausgeholt und die Furious 15 aus Großteilen Italiens vertrieben. Erstmal Gratulation dazu. Italien war ja lange Zeit in der Hand der Furious 15 hier oben. Und wir werden auf jeden Fall dabei sein, wenn der Kampf hier oben entschieden wird zwischen diesen beiden Clans. Vielleicht mischt ja auch The Chosen Few noch etwas mit. Und hier unten im Nahen Osten hat sich die türkisfarbene Allianz komplett durchgesetzt. First LTI und PMHC haben große Teile des Landes hier erobern können. Das wird auf jeden Fall ziemlich schwierig zu halten für PMHC am Anfang der nächsten Phase. Denn dort wird ja alles wieder zur Landungszone. Aber das erzähle ich euch dann morgen im Video, worum es in der dritten Phase geht. Kommen wir noch kurz zu den Zügen hier und deren Endhaltestellen. Ersop hat sich hier direkt wieder 2 Provinzen geholt, wo der Zug stehen geblieben ist. Auch Kassner hat's, glaube ich, das 2. Mal geschafft, einen Zug zu erwischen. Waren in der 2. Phase nicht wirklich erfolgreich. Hing immer hinter Efe und Ersop zurück. Mal sehen, wie es in Phase 3 wird. Und zu guter Letzt, Garmsrudel und Just sind ebenfalls noch auf der Karte. Just konnte sich erholen, haben nun hier oben 4 Provinzen. Garmsrudel ist immer noch bei 3, kämpfen beide zusammen gegen hier oben die Trolle und die Franzosen, also gegen Rosa. Es ist ordentlich was los. Dazu kommt natürlich, dass hier noch diese Landungszone verblieben ist und ja, Frischfleisch gelandet ist.
Das ist mal sehr schlecht, denn von dieser Landezone aus kann man Garms Rudel gleich dreimal in die Provinzen fallen und wenn es schlecht läuft, laufen alle Gefechte zum gleichen Zeitpunkt. Dazu braucht man drei Teams und das ist immer ziemlich schwierig zu handeln. Und ganz schön, die Prätorianer sind zurück. Mal sehen, ob sie hier oben die Deutschen unterstützen oder ihr eigenes Ding machen. Das werden wir, denke ich mal, morgen in der Show sehen, ob sich hier irgendwas verändert hat. Auf jeden Fall schön, dass die Prätorianer zurück sind. Hat mich gefreut. Und das war's auch schon zum Mittelmeerraum. Und wir gehen nach Westafrika. Hier gibt es leider keinerlei Neuankömmlinge, zumindest keine Deutschen. Allerdings sind die stählernen Wölfe zurück. Und die stählernen Wölfe Alphas haben sich hier derzeit wieder behaupten können. Lief ja nicht ganz so gut, aber sie sind zurück auf der Map. Und haben jetzt hier gegen Quickie Baby Special Forces zu kämpfen. Ich habe übrigens den Quickie Baby angeschrieben, wie viel er überhaupt mit diesem Clan zu tun hat. Ja, leider nicht sehr viel. Er konnte mir keinerlei Auskünfte geben über diesen Clan, aber das macht gar nichts. Stark ist er dennoch, auch ohne ihn. Und wie wir sehen, ja, die blaue Allianz hält sich wacker, haben allerdings hier unten einen massiven Verlust zu beklagen. Die Corleone's Campaign Division ist runter von der Map. Ich war bei den Jungs auf dem TS. Es lief die letzten Tage nicht ganz so gut, haben innerhalb von ein paar Tagen vier Provinzen verloren und sind jetzt wieder am Reorganisieren und kommen natürlich auch wieder zurück. Mal sehen, ob sie es in nächster Zeit schaffen. Auf jeden Fall heiße ich sie dann wieder willkommen und Leute, lasst die Köpfe nicht hängen. Jeder von uns ist schon mal von der Map geflogen. Ansonsten gibt es natürlich noch andere deutsche Beteiligungen, allen voran hier die Elite-Krieger. EKR kämpft gerade ums Überleben und das machen sie ziemlich erfolgreich. Seit 2 Tagen am Stück haben sie nur noch eine Provinz und versuchen diese zu verteidigen gegen diese BEA-Übermacht, die ja vom Süden vorstößt. Leider sind die Blauen die einzigen, die gegen die BEA antreten. Und ja, BEA hat derzeit hier relativ leichtes Spiel. Aber hat natürlich hier oben auch massive Verluste erlitten. Hier hinten BA3, letzte Provinz, wird vielleicht heute Abend sogar noch verschwinden. Wir werden sehen. Ansonsten halten sich hier oben BA4 und BA1 wie eine Eins. Aber vom riesengroßen, übermächtigen Block ist derzeit nicht viel übrig geblieben. Die blaue Allianz hier sitzt wirklich wie ein Stachel im Fell. Das sollte eigentlich Fleisch heißen, aber ich finde Fell besser. Gut, machen wir einfach weiter mit den Panzerknackern. Die Panzerknacker seit Phase 1 hier ununterbrochen in Afrika aktiv, teilweise sehr erfolgreich und im Moment sieht es so aus, als ob sie auf jeden Fall diese Phase überstehen werden und das, ja, mit Gebietszuwachs. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade zwischen SPP und den Panzerknackern passiert. Vielleicht gar nichts, vielleicht ganz viel. Das habe ich leider nicht mitgekriegt. Man kann mich ja mal anschreiben. Würde mich mal interessieren. Vielleicht habt ihr sogar ein paar Replays. Die würde ich mir auch gerne angucken. Ansonsten haben wir hier oben noch Fokus. Fokus derzeit wieder mit 3 Provinzen. Haben ihre alte Stärke zurückgekriegt und sind immer noch mit 3 Provinzen auf der Karte vertreten. Und das wahrscheinlich auch am heutigen Tag und zur Phase 3. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Falcons First Strike, haben es gestern hier geschafft, wieder zu landen, haben allerdings nun hier diese riesengroße 1 SPP, 2 SPP, whatever, 3 SPP Wüste vor sich. Vielleicht können sie es aber heute noch schaffen, einen Fuß nach Afrika zu setzen. Hier links sind die Civilians, rechts sind die Carrots, Leka. Beides machbar. Mal sehen, ob wir in Phase 3 hier von den Falcons noch einiges sehen werden. Das war's auch schon zur großen Karte. Wir springen direkt zur zweiten Karte. Auf der Stufe 8 Weltkarte entbrennt gerade ein riesengroßer Kampf um England. Hier oben Desideratus Natus, Ratzfatz und die Panzerelite kämpfen zusammen gegen Defiance und TPB. Those poor bastards haben sich hier auf Mittelengland verschanzt und natürlich versuchen die deutschen Clans, diese hier nun rauszuhauen und England zu erobern. DPE ist ja letztens hier schon auf Island gelandet, konnten sich allerdings nicht halten. Nun sind sie auf Irland. Mal sehen, ob sie von dort aus bessere Chancen haben. Südlich davon ein Neuankömmling, Cowboy and Skull Instinct.
CASI. Ebenfalls ein deutscher Clan, auch hier wieder mitten im Herzen unserer rosanen Allianz, die ja Frankreich fest im Griff hat. Mal sehen, was denn hier noch passieren wird. Direkt daneben The Real Wolfpack Germany sitzen nun bereits seit 5 Tagen auf Ile-de-France, auf der großartigen Goldprovinz, machen ordentlich Kohle und lassen sich dort auch nicht vertreiben. Es gab einige Versuche seitens der großen Rosa Allianz hier, aber Ile-de-France ist halt deren Karte und da vertreibt sie so schnell keiner. Auf der anderen Seite der Front ist hier immer noch der deutsche Clan Damage. Da gab es auch im neuesten The Mighty Jingles Video einen Spieler, der ein wunderbares E75 Replay eingesandt hat. Und das wurde dort gezeigt. Kann ich nur empfehlen. Auch die Damage-Fraktion hier sitzt im Süden, hält die südliche Flanke gegen die Crowds, ebenfalls ein deutscher Clan. Und das machen sie derzeit mit Bravour. Die Crowds haben bis dato kein Gebiet dazu gewonnen. Aber das heißt natürlich nicht, dass hier nichts passiert. Hier gehen einige Gefechte los. Ansonsten ist hier nicht so viel passiert. Die Armored Beasts 1, 2 und 3 halten immer noch große Teile Russlands. Jetzt kommt von Süden ein neuer rumänischer Clan. Aber ich denke nicht, dass da viel passieren wird. Insgesamt bewegt sich hier nicht allzu viel, wie zum Beispiel auf der Clan Wars Karte, also auf der Kampagnenkarte. Deshalb springen wir direkt ins Mittelmeer. Hier fangen wir direkt mit der 6. Panzerbrigade Odin an, welche auf der iberischen Halbinsel im Baskenland festsitzen. Sie sind derzeit ein bisschen isoliert, haben keine Freunde auf der Insel, weshalb sie gerade um Überleben kämpfen. Aber das machen sie ziemlich gut. Mal sehen, ob sie es noch eine Weile schaffen, hier auszuhalten. Ansonsten ist hier nicht allzu viel passiert. Deutsche Beteiligung gibt es so gut wie keine. Deswegen gehen wir direkt nach Nordafrika. Dort sind nämlich wieder einige unserer Jungs im Kampf. Von rechts nach links. Die Gods of Darkness, der Zweiklan von Gods of Darkness, hat ihr Logo gewechselt. Von Gold auf Blau. Sieht ganz schick aus. Und weiter links davon ein Neuankömmling. Der harte Kern hat es geschafft, auf die Karte zu kommen. Und sie können nun in jede Richtung agieren. Mal sehen, für welche sie sich entscheiden werden. Die graue Allianz hat es hier ein bisschen zerrissen. Dazu kommen wir aber gleich. Wir machen erstmal mit den deutschen Clans weiter. Die Impact Division oder die Impact Division. Ich habe bisher noch keinen erreichen können, welcher mir sagen konnte, wie es nun richtig heißt. Aber sie sind noch auf der Karte. Und direkt daneben die 1. Panzerdivision Brandenburg. Haben ihre Freunde verloren. Die 2. Panzerdivision Brandenburg ist von der Map gegangen. Das ist schade, aber vielleicht kommen sie zurück. Links davon, Made in Germany, hat es ja von der Landezone hier nach rechts, nun nach Süden geschafft. Fängt nun an, die graue Allianz anzugreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mit der 1. Panzerdivision Brandenburg zusammen agiert. Aber derzeit sieht es sehr gut aus, was Made in Germany hier macht. Auf jeden Fall haben sie tief ins Fleisch der grauen Allianz geschnitten. Und hier ganz links, die Panzerdivision Vipern haben ihren Verbündeten die AOK 6 verloren. Die AOK 6 ist leider nicht mehr auf der Map, aber das macht gar nichts. Die Panzerdivision Vipern können auch alleine agieren. Mal sehen, was hier noch passieren wird. Aber kommen wir, wie gesagt, zur Grauen Allianz. Dazu springen wir nach Westafrika. Dort müssen wir feststellen, dass die richtig Kranken von der Karte verschwunden sind. Auch der schweren Panzerabteilung 503 geht es derzeit absolut nicht gut. Haben nur noch eine Provinz, kämpfen um ihr Überleben. Und nur noch die richtig kranken Schwestern sind verblieben. Werden allerdings von Made in Germany und der 1. Panzerdivision Brandenburg stark belagert. Und wir werden sehen in der nächsten Folge, ob sie es schaffen, sich hier zu halten. Und in Westafrika haben wir 2 Neuankömmlinge. Operation Beutezug ist zurück, waren hier letztens bereits auf der Map. Haben hier allerdings wenig bis gar keine Freunde. Mal sehen, in welche Richtung es geht. Und etwas weiter südlich davon haben wir die 363. Infanteriedivision Fallschirmpanzerdivision. Länger ging der Name wohl nicht. Haben es auf jeden Fall das allererste Mal auf die Karte geschafft. Gratulation und willkommen. Ihr habt jetzt hier einen schweren Weg. Hier formt sich gerade eine große rote Allianz und eine grüne Allianz, die bereits sich etablieren konnte. Das wird ziemlich schwer, hier Fuß zu fassen. Aber dennoch wünsche ich euch viel Erfolg.
Und weiter rechts davon haben wir unseren kleinen deutschen Mini-Block, bestehend aus Fraxinet, die ja schon eine ganze Zeit lang hier ihr Gold farmen mit den zwei Provinzen, südlich davon Insane, ebenfalls auf dieser Karte verblieben mit ihrer einen Provinz. Und hier unten unsere rosa Freunde der 33. Panzerdivision. Da ist bisher auch wenig passiert, konnten keine Gebiete hinzugewinnen, aber halten ihre Landezone seit 26 Tagen. Das dürfte hier Afrika-Rekord sein auf dieser Karte. Rechts daneben das Deutschritterkorps, ebenfalls noch verblieben mit ihrer letzten Provinz, können im Moment kein Gebiet hinzugewinnen und ausbrechen. Das ist sehr schade, aber vielleicht wird's ja demnächst noch was. Und last but not least haben wir hier unseren Kuschubs-Clan, der hier die Fokusposition auf der anderen Karte einnimmt, ihre drei Provinzen hält und ordentlich Gold verdient. Das ist sehr schön zu sehen, konnte bisher allen Angriffen trotzen und auf der Karte verbleiben. Die machen hier ebenfalls einen sehr guten Job und ich freue mich, dass sie in jeder Folge dabei sind. Das war's auch schon zur großen Karte und zur Tier-8-Karte. Es ist nur noch ein Tag in Phase 2 verblieben. Morgen wird es dann die Auswertung geben. Dann ist erstmal etwas Pause. Dann geht es natürlich weiter. In der Pause habe ich mir schon was überlegt, was ich euch zeigen kann. Aber das kommt morgen. Seid gespannt und viel Spaß. Bis bald. Euer Mu. Tschüss.